Herren, heute wieder dabei Dr. Peter Kneißl, Historiker und Stammgast mittlerweile bei Kollektiv. Unkonventionell wie wir sind, ziehen wir uns gleich mal Zigaretten an. Lieber Peter, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, danke, lieber Mario, ganz meinerseits. Was willst du heute wissen? Was willst du heute wissen? Gefällt mir schon. Gründungslegenden. Ja. Gründungslegenden von Klöstern, das ist ja eigentlich auch deine Dissertationsarbeit gewesen. Ach Gott, schon lange her, schon ist sie erschienen, irgendwann im Juli 2002, also vor mittlerweile 16 Jahren insgesamt. Ich habe dann nicht so gezögert, also mein Doktorvater war dann relativ ungnädig, der wollte noch, dass ich irgendwie ein eigenes Kapitel schreibe über marianische Erscheinungen, war mir irgendwie nicht notwendig, habe ich gesagt. Reicht das Manuskript eigentlich insgesamt, war es ein Typoskript für eine positive Note dafür? Ja! Dann habe ich das gleich bei der ÖH drucken lassen und habe einen Termin angesucht bei der Dekanatsverwaltung. Dann war er relativ angefressen und habe gesagt, ja, damit habe ich aber nicht gerechnet, dass wir das gleich so haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann im November 2002 promoviert und habe das Buch auf eigene Kosten dann 300-fach drucken lassen und wie gesagt, ja, seit 10 Jahren sind alle weg diesbezüglich. Es ist das Wunderbare daran, dass ich widerlegen konnte, was alle gesagt haben in der Literatur. Also diese Klostergründungslegenden wären, wo so wundersam gezeigt wurde, dass genau an dem Ort vor zig Quadratkilometern genau das wunderbare Kloster erschienen ist. So wie Seitz in Slowenien, Sittich in Slowenien, Admont im Enstal, Kloster Neuburg in Niederösterreich, Mondsee in Oberösterreich. Nein, genau das Gegenteil war erschienen. Da waren wirklich so perfide, wirklich hochgebildete Leute, wie man heute sagen würde, wie ein Abt Friedrich von Eich in Kremsmünster. Mhm. Denen ist es gut gegangen, die haben viel Geld gehabt, die haben auch wirklich Zeit und Muße gehabt für Wissenschaft und Literatur, für die haben fließend Latein kennen, die haben in Griechisch gelehrte Studien getrieben und die haben genau gesagt, ja, so wie in Kremsmünster, zu Beginn des 14. Jahrhunderts, da war das 600 Jahre her, da ist der Herzog Sohn Gunther gestorben auf der Jagd, wo er irgendwie sich ein bisschen blöd gespült hat, mit einer Saufeder, ja, der Eber war auch nicht blöd. Was ist eine Saufeder? Ja, das ist so ein Stoßgerät zur Abfederung eines angreifenden Wildschweines, dass man es zu Tode befördert. Eine Waffe sozusagen. Genau, eine Waffe. Okay. Ja. Habe ich noch nie gehört. Saufeder. Was es alles gibt. Wir haben übrigens auch schon Kritiken bekommen zu unseren Beiträgen. Nein. Zum Beispiel, doch. Und zwar, die Biefke verstängern uns nicht. Nein. Das haben sie jetzt auch nicht verstanden. Also, ja, da gibt es so das Ding bezüglich Österreich und Deutschland diesbezüglich, darf ich noch mal kurz sagen. Ja, und die Sennerin ist in die Mistsuppe geflogen, dann ist sie rausgekommen, war von oben bis unten mit Scheiß angeschmiert, für euch bundesdeutsche Bürger. Holleridolio, die Sennerin ist in die Odergrube hineingefallen, also das Ufer hat erklommen, da hat sie braune Farbe angenommen. Also wie gesagt, man braucht ja nur eine gewisse, irgendwie so, dass man sie besser versteht. Unfassbar. Es ist nur irgendwie vielleicht eine geringfügige Differenz zwischen dem alten deutschen Dialekt, was die Gescherten reden oder irgendwas, und auch dem Hochdeutschen hinaus, bis nach Bayern, bis nach Nordfriesland, bis hinauf nach Schleswig-Holstein und Dänemark, dass ihr uns auch versteht, das wollen wir euch nicht ausklammern diesbezüglich, aber darüber lässt sich über alles reden. Wenn irgendwelche Differenzen bestehen, bitte einfach nachmelden oder so. Genau, irgendwie. Kommentiert zu unsere Beiträge nach wie vor. Ja, sind wir höchst interessiert und wir möchten darauf eingehen. Und ja, wenn die Zunge schwer wird, dann wird es wohl der Wein sein. Mhm. Aber im Wein liegt die Wahrheit, wie ihr wisst. Deswegen sage ich mal, Veritas. In Vino Veritas. Prost. Peter, auf uns. Danke, auf uns. Jetzt diese Klosterlegenden, ja. Gründungslegenden. Die Mysterien an sich, die dich faszinieren. Was, ich meine, du bist mit dem durchgekommen, du hast einen Doktor gekriegt. Jetzt ganz salopp dahergesagt. Ja. Was waren das für spezielle Legenden, die da im Fokus lagen? Naja, es ist diesbezüglich so, also es ist eigentlich
in der Zeit zwischen dem 8. und 17. 18. Jahrhundert hat man in den Klostergründungslegenden oder in den Klöstern nachgedacht. Da waren wirklich hochgebildete Damen und Herren, Äbte und Äbtissinnen am Werk, die eben über ihre Schreibstuben, die sogenannten Skriptorien, die ja bedeutende Klosterhandschriften kopieren haben lassen, aus der Zeit Karl des Großen und auch weit früher. Kopieren, sprich nachzeichnen. Nachzeichnen, genau, also wirklich wie eine Kopie, mit der eigenen Hand nachschreiben. Also das waren wirklich Skriptores, also wirklich große Künstler in Wort und Schrift. Ich meine, die ganzen Nationalbibliotheken heute sind ja nach wie vor voll davon. Da gibt es eben wirklich so nette Geschichten diesbezüglich. Man braucht nur zum Beispiel ins Zisterzienserstift Rhein nach Graz hinunterschauen. Aus dem Jahr 1827 kam über die Initiative von Erzherzog Johann aus Zitsche, also aus Seitz in der Nähe von Zilli, da war ein 1782 von Kaiser Josef II. Aufgehobenes Kartausenkloster, da gab es aus dem Jahr 1696 einen Gruftdeckel. Da sagte die Legende davon, 1696, jetzt rechnen wir da nochmal noch einmal ein paar Jahrhunderte zurück, aus dem Jahr 1570, sah jetzt das slowenische Wort für Hase. Da gab es die fromme Legende, der Markgraf Ottakar III. Von Steyr sei auf der Jagd eingeschlafen unter einem Baum und plötzlich sei er wach geworden unter einem Ärmel seines Mantels. Irgendwas war da drinnen, also plötzlich ist er aufgewacht, da war ein Hase drinnen und er ist wach geworden und hat das Tier gesehen und hat gerufen, sei jetzt, oh sei jetzt, Hase, oh Hase. Ja, und genauso hat man das im Jahr 1696 auf einer Marmorgrabplatte, auf eine Tumba-Platte, die war als Gruftplatte, heute ist die Kartause Seitz eine Ruine, der Keller, wo man hinuntergegangen ist in die Gruft, ist längs eingeebnet und mit Gras bewachsen, da war diese Platte, die sie heute zum Beispiel seit dem Jahr 1827 im Zisterzienserstift bei Rhein, gleich neben dem Hauptaltar rechts in der Kapelle dort sehen können. Und wunderbar ist es wirklich in doppelter Weise, weil normal laut den josephinischen Aufhebungskommissären hätte solcher Aberglaube in der modernen Zeit, wie modern wir heute auch nach wie vor sind, überhaupt keine Chance gehabt, weil das hätte man normal zerschlagen und das war alles weg gewesen. Genau. Aber genauso verhält es sich mit Sittich zum Beispiel. Da war ein Papagei, ein grüner Vogel, wie es der Johann Weikart von Valvasor 1696 in seinen Annales Ducatis Crania beschreibt. Da war es so, man wusste nicht genau, wo in der Markgrafschaft Krain man ein Kloster stiften sollte. Es war immer, die Arbeiter haben am Tag gemauert und am nächsten Morgen waren die Mauern alle irgendwie zerfallen und plötzlich kam da aus dem Himmel heruntergeflogen ein grüner Vogel, der dort irgendwie auf den Mauerruinen sang, sieht hieg, hier sitze, und darauf wurde das Kloster Seitz, Kloster Sittich, Sittinica, wie man es heute beschreibt. Also es war so, das Kloster Sittich wurde im Jahr 1784 aufgehoben, auch von Kaiser Josef II. Und 1889 wurde es wieder besittigt. Das ist heute einer der wesentlichen Kulturträger im Raum rum um Ljubljana. Ja, aber kann das nicht dennoch nach subjektiven Wahrnehmungen springen? Beziehungsweise inwieweit geht die subjektive Wahrnehmung? Ausschließlich. Es ist ausschließlich subjektive Nichts Wahrnehmung. Nichts anderes war es. Dass diejenigen, die Chronisten und Geschichtsschreiber, das genau vor bis zu 1000 Jahren genauso aufgeschrieben und überliefert haben. Zum Beispiel in Kremsmünster in Oberösterreich, das berühmte Benediktinerstift, da war der Herzog Tassilo, sein Sohn, Herzog Gunther, ist bei der Jagd ums Leben gekommen. Er war etwas provokant und hat geglaubt, er kann über die wilde, lebendige Kreatur, über den Eber triumphieren. Mhm. Der Eber war auch nicht faul, der hat ihm dann eben auch noch ein bisschen mehr mitgegeben. Und auf einmal war der junge Herzogssohn tot. Mhm. Ja, der Vater hat gesagt, ja, wo mein Sohn gestorben ist, dort möge ich für meine Sühne und für die Überheblichkeit meines Sohnes ein Kloster stiften. Aus dem Wald heraus kam
angeblich der Legende aus dem 14. Jahrhundert nach ein großer Hirsch mit brennenden Kerzen auf den Stangen seines Geweihes. Und wie lebendig solche Traditionen sind, zeigt uns zum Beispiel im Kreuzgang des Benediktinerstiftes Grimsmünster heute noch ein Ölgemälde eines unbekannten Malers aus dem 18. Jahrhundert. Da sieht man wirklich einen großen Hirschen real gedacht mit brennenden Wachskerzen auf seinem Geweih. Ein bekanntes Gemälde. Genau. Jetzt meine Frage, sind diese Legenden vorchristlich oder erst durch das sogenannte Christentum entstanden? Sowohl das auch. Sowohl das auch. Sowohl das auch. Man braucht nur nehmen diese Klostergründungslegenden, zum Beispiel im Hemmer von Gurk in Kärnten. Die war nicht nur die Klostergründerin von Gurk, sondern auch zum Beispiel von Stift Admont im steirischen Enztal. Nur dort waren es die gewieften Erzbischöfe von Salzburg, die dieser frommen, heiligmäßigen Dame wirklich in gutem Glauben, wie sie meinte, über Urkunden ihre ganzen reichen Besitzungen, das sogenannte Predium Adamunta, das ganze Admontal, von Admont über Frauenberg bei Admont, über Adning bis hinüber auf die steirische Seite, abgeschwatzt haben. Essentielle Frage jetzt, ich glaube, ich spreche allen Zusehern damit auch aus dem Herzen. Es wird dem Menschen nachgesagt, dass er aktuell lediglich ca. 20% seiner Gehirnkapazität nutzt. Wie viel nutzt du? 220%? Ich kann nicht mehr sagen, als was mir momentan gerade einfällt. Um mit dem Reformator Martin Luther zu sprechen, ist nicht, um das Ganze halt aufzuschließen, diesbezüglich nicht jede Legende zugleich auch eine Lügende. Du bist der Autor, Forscher, Historiker, der mich immer wieder sprachlos macht. Das ist nur rauskrieg, Wahnsinn. Wie heißt es schon bei Meyer-Hellenbrecht im Jahre 1120? Gib jedem Ding sein rechtes Maß. Ich kann nicht leugnen, denn ich sah's, dass ihr des Maß bedürftig seid. Was sich nicht ziemt, das lasst beiseite. Ich bin fertig. Wie schaut's mit euch aus? Danke, bis zum nächsten Mal. Prost, bis zum nächsten Mal.